Hallo, ich bin Naomi und zusammen mit meinem Hund Sunny machen wir uns in meinem selbst renovierten, 34 Jahre alten Wohnmobil Mowgli endlich wieder auf den Weg in ein neues Land. Ciao! Ich nehme euch während unserer Fahrt in den Norden mit und teile meine Gedanken, gebe euch Einblicke und hoffentlich auch gute Laune. Sunny, wir sind in Dänemark! In Dänemark! Ganz viel Spaß mit dem Video! Guten Morgen, liebe Freunde. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Und zwar, habt ihr richtig gelesen, ich fahre tatsächlich los. Ich fahre jetzt los. Es ist eigentlich, also ich wollte so gefühlt schon vor, weiß ich nicht, Stunden losfahren. Aber es ist ja immer so, immer noch einen Handgriff gemacht, noch von den Leuten verabschiedet, doch nochmal einkaufen gegangen. Ich habe auch nicht wirklich ein Ziel. Ich will erstmal jetzt so in Richtung Hannover fahren. Wenn es die Hälfte von der Strecke wird, ist auch okay. Ich mache alles sehr oft entspannt, ohne Druck. Und tatsächlich wollte ich gestern schon losfahren. Also heute ist Montag. Ich wollte eigentlich schon am Sonntag losfahren. Aber es ist etwas passiert. Etwas Ungeplantes. Und zwar ist mein Küchenfenster wieder aus der Halterung gerutscht. Und wer meine Renovierungsvideos, ich glaube, das war so nach der ersten Testfahrt, die ich gemacht habe in Deutschland letztes Jahr, ist schon mal mein Küchenfenster rausgeflogen. Und da musste ich dann neues Gummi bestellen, weil das Gummi gerissen war. Aber ich würde sagen, wisst ihr was? Ich habe ja den ganzen Prozess euch gestern auch mitgefilmt, wie ich das da wieder reingefriemelt habe. Deshalb würde ich sagen, schalte ich einfach mal zurück in die Vergangenheit, Naomi. Die erzählt euch das alles. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder beim richtigen Losfahren. Sunny, bist du ready? Ich habe ja auch schon meinen Fahrsnack. Trauben. Oh, Jemine. Oh, du Jemine. Und hier haben wir den Übeltäter. Das letzte Mal war es ein echter Akt, die Leiste wieder ans Fenster zu bekommen. Darum wollte ich das erstmal testen, wie schwer bzw. leicht das Ganze halten wird, wenn ich das Fenster einfach wieder in das Gummi und die Leiste reindrücken würde. Da das aber dann doch verdächtig einfach vonstatten ging, habe ich mich im nächsten Schritt dazu entschieden, alles, wirklich alles dick miteinander zu verkleben. Mit Sikkaflex. Oh Mann, so hässlich. Gut, dass mein Wecker jetzt klingelt, um die weiße Wäsche rauszuholen. Gut, von diesem Task auf der To-Do hatte ich etwas Angst oder Respekt. Ich kann alles, Leute. Inzwischen kann ich aber alles. Spaß. Ich kann viel. Guten Morgen, es geht weiter mit dem Fenster und zwar, ich weiß nicht, ob ich die Idee gestern schon hatte, aber ich werde quasi diesen oberen Teil, den ich nicht so schön gemacht habe, jetzt einfach mit Kreppband abkleben, nee, Quatsch, andersrum, den Teil, den ich schön gemacht habe, mit Kreppband abkleben und den Teil, den ich dann nicht schön gemacht habe, werde ich dann einfach mit meinem Silikonentferner wegmachen und dann werde ich das Ganze abziehen und hoffen, dass es gut aussieht, also einigermaßen gut, wie gesagt, die Hinterseite. Die Seite hier, die mache ich gar nicht, nur die Vorderseite. Und dann ist mir auch noch spontan eingefallen, dass ich meine Gasflaschen austauschen will, beziehungsweise eine, weil ich habe ja noch eine leere drin, eine leere deutsche Gasflasche. Und hier bei meiner Mama in der Garage habe ich noch eine angebrochene deutsche Gasflasche. Ich glaube sogar, die ist dreiviertel voll, aber ich wollte halt damals für meine große Reise eine volle haben. Ja, genau so. Aber ich benutze einfach trotzdem weiter die spanische, weil ich denke, ich brauche eh nicht so viel Gas. Ja, und ich finde das einfach die Spanische. Keine Ahnung, das ist jetzt so mein Plan.
Okay, gut. Legen wir los. Dani, bist du bereit? Wie kann man so süß sein? Tschüss, Mama. Tschüss, Anile. Tschüss, Namile. Tschüss, Mamile. Tschüss. Ciao. Sunny, wir fahren los. Schatz, wir fahren los. Thank you.
Freunde, wie lange bin ich jetzt unterwegs? 2 Stunden ungefähr? Ich habe mir ein Hörbuch geholt, und zwar Der Alchemist. Ich habe das Buch noch nie gelesen. Und in meiner Podcast-Folge, die ich heute Morgen gehört habe, wurde das Buch erwähnt. Und ich habe mir extra jetzt für die Fahrt Audible gemacht. Habe ich das heute Morgen schon erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht. Heute Morgen vor allem, heute Mittag. Ja, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Bücher auf die Liste gesetzt, die ich hören will. Hörbücher. Und dann habe ich mir Audible gemacht und dann gab es die aber nicht. Und jetzt habe ich halt mal so rumgeguckt, was ich sonst noch hören könnte. Und ja, ich bin gerade 2 Stunden in Der Alchemist. Und ich finde es richtig cool. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hinführt. Ich bin gerade da an dem Punkt, wo der fast dieses ganze Jahr bei diesem Kristallglashändler gearbeitet hat und jetzt quasi beschlossen hat, er kann immer wieder zurück und Hirte werden, aber er will jetzt versuchen, seinen Traum zu folgen und die Pyramiden zu sehen. Eiffelturm wollte ich gerade sagen. Pyramiden. Ja, es ist so super warm. Ich sag das immer wieder, aber ich bin einfach nicht der Mensch, der heiße Temperaturen so gut nicht mehr vertragen kann. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es einfach gar nicht. Und deshalb freue ich mich ultra auf Dänemark. Ich habe keine Ahnung, was da überhaupt für Wetter ist. Ich habe jetzt auch beschlossen, weil ich echt müde bin. Ich bin auch erstaunt, dass ich jetzt noch während der Fahrt relativ wach geworden bin. Aber ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit so auf der rechten Spur und mache auf entspannt. Und ich habe mir jetzt eben einen Platz auf Park for Night rausgesucht. Der ist 80 Kilometer von hier, ungefähr eine Stunde. Jedenfalls wollte ich euch gerade nur ein Zwischenupdate geben. Wir fahren jetzt weiter, wir sind eine Stunde am Platz und dann freue ich mich auch ein bisschen, wenn die Luft ein bisschen abgekühlt ist. Ich hoffe, sie kühlt ab. Wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, wir haben 19 Uhr oder so. Genau, wir sind dann so um 20, 20.30 Uhr da. Und ich muss sagen, es fühlt sich schön an, wieder unterwegs zu sein. Es fühlt sich ungewohnt normal, vertraut an. Also irgendwie habe ich gedacht, ich bin aufgeregter und unruhiger, habe ich irgendwie gedacht. Aber ich bin irgendwie voll entspannt. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir fahren weiter. Und ich weiß schon, Naomi aus dem Schnitt, es tut mir so leid, es wird dich so triggern, dass ich die Kamera so schief aufgestellt habe. Lass es einfach, es ist egal, okay? Probier es nicht, es auszubessern. Es ist okay so. Ich gucke in den Bildschirm, es ist okay. Es muss nicht immer alles perfekt horizontal gerade sein, okay? Gut, viel Spaß noch beim Weiterschneiden.
erster Platz, erste Übernachtung. Ich zieh mich um und ich würde sagen, dann gehen wir mal mit Sunny Gassi. Oh. Wir haben den nächsten Morgen, ich bin jetzt gerade mit der Sunny spazieren und ich habe einfach straight 9 Stunden durchgeschlafen. Also ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet noch. Ich war, glaube ich, so 3,5 Stunden unterwegs. Also 3,5 Stunden war die eigentliche Strecke, aber es war echt viel Verkehr. Ich glaube, ich habe bestimmt noch mal 1 Stunde länger auf der Straße und ich habe ja auch noch zwischendurch Pause gemacht. Genau, ich muss sagen, also... Ich bin wieder komplett drin. Also ich bin komplett drin. Es ist, ich liebe es so sehr. Also ich merke das auch, wenn ich mal länger nicht Auto gefahren bin. Also ich sage jetzt auch Autofahren, weil ich liebe es so sehr, Auto zu fahren oder Wohnmobil zu fahren. Ich liebe es, auf der Straße zu sein, unterwegs zu sein. Ich liebe es, das Fenster unten zu haben. Ich liebe es, ne, gestern habe ich ja ein Hörbuch gehört, aber ich liebe es dann auch Podcasts zu hören. Oder den zweiten Teil der Strecke habe ich dann auch Musik gehört. Und ich weiß nicht, ich bin einfach, ich liebe das. Ich höre eigentlich tatsächlich gar nicht so viel Musik, wenn ich zu Hause bin oder im Wohnmobil bin. Ich höre meistens immer nur Musik, wenn ich Auto fahre. Aber dann richtig, dann fühle ich es richtig. Und genau, da ist mir nochmal aufgefallen, weil ich mich ja gerade in letzter Zeit auch sehr viel so damit beschäftige, folge deiner Freude, beziehungsweise tu das, was du liebst, halt ohne dass irgendwelche Erwartungen daran geknüpft sind. So, das wollte ich sagen. Und das merke ich halt, wenn ich Auto fahre und Musik höre und dazu singe und tanze, soweit man im Sitzen tanzen kann. Ich würde sagen, ich würde behaupten, ich kann das ganz gut. Und das ist einfach für mich, ich habe das gestern nochmal gespürt, die pure Freude. Das macht mir so viel Freude, ich gehe da so auf, das macht mich so glücklich und ich bin einfach so im Moment, ich bin so im Moment und es ist so schön und deshalb freue ich mich richtig. Ich kann die Kamera nicht heben, die ist so schwer, also die ist gar nicht schwer, aber sorry Freunde, es ist richtig geiles Wetter, noch nicht so heiß für mich, habe gestern außerdem beim Fahren festgestellt, ich habe mir extra zu Hause, hier hatten so richtig viele überreife Bananen und ich habe die mir alle eingefroren. Ich weiß nicht, es waren bestimmt 10 Stück oder so. Und dann ist mir irgendwann bei der Fahrt eingefallen. Und ich habe extra so eine Dose gekauft, wo ich halt meine Bananen einfrieren kann, weil früher hatte ich die halt immer in so Tüten. Und ich habe beides zu Hause vergessen. Und da habe ich so, beziehungsweise ich wusste es nicht, ich dachte mir noch so, ich glaube, ich habe die nicht mehr eingepackt, also von zu Hause Kühlfach in Womo Kühlfach. It is how it is, aber ich habe jetzt beschlossen, ich war ja noch einkaufen gestern und ich habe halt, weil ich wusste, ich habe so viele reife eingefrorene Bananen und ihr wisst, ihr kennt mein Frühstück, wer mein letztes Video gesehen hat, kennt mein Frühstück und deshalb habe ich ja ganz viele unreife Bananen gekauft. Ich mir dachte, die können ja dann so innerhalb der Woche reifen, so nachreifen. Ja, keine Ahnung, jetzt habe ich also auch viele unreife Bananen und ich werde jetzt gleich nochmal kurz, bevor ich auf die Autobahn fahre, in Edeka steppen. Ich habe nämlich gesehen, in dem Ort ist ein Edeka und hoffe, dass ich irgendwie ein paar reife Bananen finde, also die halt schon so braune Stellen haben. Weil das ist ja meistens nicht so ein Ding in deutschen Supermärkten.
Oder in Supermärkten an sich, glaube ich. Einfach mal reife Bananen zu verkaufen, weil sie halt dann zu schnell schlecht werden würden. Ist ja auch okay. Genau. Ansonsten habe ich mir gestern ein bisschen auf Park for Night ein paar Plätzchen rausgesucht. Ich habe ein paar unter Hamburg, ein paar über Hamburg. Ich weiß schon, das ist sehr hochgegriffen. Also für mich, für normale Menschen nicht. Es ist tatsächlich auch gestern noch an den Plätzen Camper oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat da gestern noch jemand geparkt. Und ich lag schon im Bett und deshalb wollte ich nicht gucken. Ich dachte mir so, ja, ich sehe ihn ja eh morgen früh. Aber ich habe dann so lange geschlafen, dass die schon weg waren, als ich aufgewacht bin. Naja, so viel zu meinem Morgengemütszustand. Mir geht es richtig gut. Ich wollte eigentlich gestern Abend auch noch Yoga machen, weil ich gemerkt habe, mein Körper braucht es, aber ich war zu faul. Ich bin ganz ehrlich, ich war zu faul. Ich wollte am Handy sein und ich war am Handy und ich dachte mir, ey, es ist voll schön gerade, ne, wenn man so ein bisschen, wenn man so lernt zu wachsen und dankbar zu sein und Glaubenssätze austauscht und so. Und ich hatte das eben ganz, ganz oft. Sorry, ich muss nochmal Hände tauschen. Ich hatte das eben ganz, ganz oft, dass ich, wenn ich mir Sachen vorgenommen habe, die so ein bisschen in Anführungszeichen meiner Gesundheit oder meinem Wohlbefinden dienen, sei es gut essen, sei es gesund essen oder jetzt zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, dass ich noch Yoga machen will oder irgendwie, ja, eine Meditation machen will und es dann nicht mache, dann kommt man ja in diesen negativen Glaubenssatz, beziehungsweise in diese negativen Emotionen, weil man könnte die Situation auch einfach neutral betrachten. Okay, ich habe das jetzt halt nicht gemacht, dann mache ich es wann anders. So, aber man kommt ja dann gleich in diese Selbstverurteilung. Und das bedeutet ja wieder, dass man sein Glück eben im Außen sucht. Ich wäre jetzt nur glücklich an dem Abend gewesen, wenn ich Yoga gemacht hätte. Und jetzt habe ich kein Yoga gemacht, jetzt bin ich unglücklich, jetzt bin ich enttäuscht, jetzt bin ich, weiß ich nicht. Und wie gesagt, das Gefühl kann man auch fühlen. Jede Emotion hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Aber die andere Frage ist natürlich, ob diese Emotion jetzt etwas an deinem Selbstwert ändert. Weil wenn sie das tut, dann sucht man ja wieder sein Glück im Außen. Aber das Glück kann man ja nur im Innen finden und man ist immer genug. Egal, ob man jetzt Dinge schafft, die man sich vornimmt oder nicht. Die kann man bewerten, wie man möchte. Aber im Endeffekt sollte einem immer klar sein, dass man genug ist und dass man das Glück nicht im Außen findet, nicht in den Dingen, die wir machen, die wir erreichen, die wir tun, sondern in uns drin. Ja, einfach mit uns selber so im Reinen zu sein. Denn wir sind immer genug. Ey, wirklich. Liebes Leben gerade. Liebs. Tschüss, Leute. Bis dann. Bis dann. Ich hoffe, euch geht's gut, gell? Ich hoffe, euch geht's gut.
komm ich heim, überleg mir ne Pickup-Line. Von mir in die Welt, verwandle dein iPhone und spiegel dich selbst. Es gibt keinen Held, die Welt zu verändern, beginnt an dir selbst. 7:12 Uhr. Zeit aufzustehen. Wake up! Ich bin an meinem zweiten Spot. Also irgendwie, es ist zwar noch relativ früh, obwohl es nicht so aussieht, ich stehe ultra im Schatten, aber ich kann es gleich mal zeigen. Ich war kurz vor Hamburg und ich habe mir eigentlich schon einen Platz quasi über Hamburg rausgesucht oder so eine Gegend, wo mehrere Plätze waren. Aber dann war irgendwie so eine halbe Stunde Verzögerung durch Stau, wurde mir angezeigt. Und ich stand schon, weiß ich nicht, eine halbe Stunde davor, stand ich halt auch ein bisschen länger im Stau. Und darauf hatte ich nicht so Lust, weil ich schon so ein bisschen diese Brise beim Fahren gebraucht habe, um abzukühlen. Deshalb habe ich mir so gedacht, weißt du was, ich suche mir hier was in der Gegend raus. Und kein Platz hat mich so zu 100% überzeugt, aber ich dachte, ich fahre hier mal hin. Und der Platz, ich stehe neben einem Friedhof in so einem kleinen Örtchen und ich bin komplett am Schwitzen, mir ist so warm. Ich muss mich gleich mal, weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich würde sagen, abduschen, aber irgendwie, vielleicht dusche ich mich auch noch ab. Jedenfalls habe ich es erst nicht so gefühlt, hier zu stehen, weil es ja halt direkt an der Straße ist. Aber ich glaube, ich stehe jetzt schon seit, 20 Minuten ungefähr und es ist noch kein einziges Auto vorbeigefahren. Also ja, ich weiß nicht, was für eine Straße es ist, wohin die führt, aber mir kam auch eben eine Frau entgegen, die ist mit ihren zwei Hunden spazieren gegangen auf der Straße. Also vielleicht ist es einfach so eine Straße, die wirklich nicht oft befahren wird. Ich habe Hunger, ich esse jetzt was, dann gucke ich, wie ich akklimatisiere und ob ich noch eine Dusche nehme. Und ja, Sunny, hast du dein Schleckerli gegessen? Hast du dein Schleckerli gegessen? Sag mal was. Ja, du hast keinen Bock auf mich, ich weiß. We'll be right back.
geil. Richtig geil erfrischend. Mit einem Zitat von Sadhguru beginnen, der mal gesagt hat, solange du glaubst, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist, wer du heute bist, kannst du niemals die Person werden, die du sein möchtest. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir alle Situationen kennen, in denen wir sagen, wir sind traurig, gestresst, wütend, unzufrieden wegen. Was wir eigentlich in diesem Moment machen, ist unsere Verantwortung dafür abgeben, wie wir uns fühlen. Was dadurch passiert ist, dass wir uns unterbewusst darauf konditionieren, dass wir etwas im Außen brauchen, um unser Inneres verändern zu können. Und ab dem Punkt sind wir Opfer unserer Umstände. Das Einzige, was ich in dieser Folge versuchen möchte, ist, dich an deine eigene Kraft zu erinnern, indem wir mal versuchen, diesen Mechanismus zu verstehen, darauf einzugehen, wie wir diesen Prozess beeinflussen können, wie wir die Verantwortung zu uns zurücknehmen, wie wir wieder in unsere Kraft kommen und somit ganz bewusst uns dafür entscheiden können, was für ein Leben wir uns eigentlich kreieren möchten, wie wir unsere Gedanken und unsere Emotionen gestalten möchten. Und das ist dann der Prozess von Bewusstsein, dass wir sozusagen eine Partei brauchen, zum Beispiel unseren Verstand, der in der Lage ist, unabhängig davon zu sein, der in der Lage ist, einen Schritt zurückzugehen und Beobachter dessen zu werden und zu erkennen, ich habe mich gerade mit den Gedanken in dieser Situation, in dieser vergangenen Situation verloren, daher empfinde ich jetzt diese Emotion, sich nicht mehr damit zu identifizieren. Wer hat dir von Zeichen erzählt? Fragte der Jüngling mit wachsendem Interesse. Alles im Leben besteht aus Zeichen,
antwortete der Engländer und schlug seine Zeitschrift zu. Das Universum besteht aus einer Sprache, die jeder verstehen kann, die wir aber verlernt haben. Nun bin ich unter anderem auf der Suche nach dieser universellen Zeichensprache. Deshalb bin ich hier. Ich muss einen Mann aufsuchen, der diese Sprache beherrscht. Einen Alchemisten. Das ist das Prinzip, was allem zugrunde liegt, sagte er. In der Alchemie nennt man es die Weltenseele. Wenn du dir etwas aus tiefstem Herzen wünschst, dann bist du der Weltenseele näher. Sie ist immer eine positive Kraft. Er sagte noch, dass dies nicht nur eine Eigenschaft des Menschen sei. Alles auf Erden besitzt eine Seele, egal ob es sich um ein Mineral, eine Pflanze oder ein Tier handelt oder lediglich um einen Gedanken. Alles, was auf Erden existiert, verändert sich ständig, weil die Welt lebt und eine Seele besitzt. Wir sind Teil dieser Seele und selten wird uns bewusst, dass sie einen unser Tun begünstigenden Einfluss hat. Ich wusste nicht mehr, dass es die hier gibt. Musik.
Freunde, inzwischen habe ich schon 9 Uhr abends. Ich war noch direkt, bevor ich den Spaziergang gemacht habe, im Restaurant fragen, wie es hier aussieht, ob man hier über Nacht stehen kann. Und sie meinte, also die war super nett, die Frau im Restaurant, sie meinte, das ist gar kein Problem. Man darf hier stehen mit seinem Camper, mit seinem Wohnmobil. Man darf nur nicht eben draußen seine Stühle und Tische aufstellen. Und das war auch schon das, was ich so ein bisschen rausgelesen habe, was ja auch schon jemand auf Park 4 Night geschrieben hat, dass eben man nicht dieses Campingverhalten an den Tag legen soll. Und ich habe eigentlich auch die Wiese nochmal gecheckt. Ich wollte mich eigentlich direkt hier hinstellen, weil ich habe ja den letzten Platz auf diesem asphaltierten Parkplatz direkt an der Seite. Und ich denke, ja, vielleicht stelle ich mich morgen oder so darunter. Ich denke auch, ich bleibe jetzt hier auch noch ein paar Tage stehen. Auch, wie oft kann man auch sagen, Naomi. Also ich bleibe auf jeden Fall erstmal die Nacht hier stehen. Ich muss super viel arbeiten. Ich muss ja jetzt erstmal sehr, sehr viel am Laptop sein. Heute hatte ich nochmal so schönes Wetter. Ich habe mit Sunny auch nochmal so einen langen Spaziergang hinter den Dammdünen. Ja, und die Sonne ist so leicht untergegangen. Ich glaube, ich gehe jetzt bestimmt auch nochmal vor, wenn der richtige Sonnenuntergang ist. Aber ansonsten hilft's nichts. Ich muss auch irgendwie mein Geld verdienen. Deshalb werde ich heute eine kleine Nachtschicht einlegen. Deshalb steht für mich jetzt einfach schneiden an. Erst die Arbeit schneiden, dann das Vergnügen schneiden. Oh, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Reisebegleiten. Es geht los. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt hier in Dänemark bin. Oh, als ich eben spazieren gegangen bin. Also ich habe erst einen Podcast gehört und dann habe ich so meine Kopfhörer rausgemacht und bin ich weiter spazieren gegangen und dachte mir, boah, es ist so, so ruhig einfach am Wasser und ist super schön und ich bin gespannt, wie sich das Land noch so weiterentwickelt, je nördlicher ich fahre. Ja, und ich würde sagen, es ist genug gequatscht. Ich bedanke mich bei allen von euch, die hier immer wieder regelmäßig vorbeischauen, einen Kommentar schreiben. Ich habe euch ganz arg lieb. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Peace out. Tschüss. Madame ist kalt. Ja, Madame ist kalt.